Trennung. Ist vor Willkommen der CIA und der Kondensator. Navajo war nach gebrochen. Die Navajo. Navajo, ich sag mal Navajo. Bereit? Mann. Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Das Foto. Anscheinend nicht. Ich wollte ja nicht die Münze, aber gut. Kannst du was sehen, Aiden? Ich glaube, das passt. Danke, die ist echt total schön. Mach's auf. Jody, alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht. Ist das nicht unser CIA, Ryan, den wir schon kennengelernt haben? Ich bin gleich wieder da. Ich kann auch nicht auf einen wechseln. Was haben die denn Schönes zu bereden? Hören Sie. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Gott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay, im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag, hm? Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Na kommen wir. Wir wissen ja jetzt, worum es geht. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Was ist mit den Experimenten? Ich dachte, dass wir ein Team sind. Tut mir leid, Jody. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bitte dich, Nathan. Bitte, lass sie mich nicht wegbringen. Das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Schlossen? Keiner schreibt mir vor, was ich mit meinem Leben anfange. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Oh, wütend. Jody. Jody, stopp, und zwar sofort. Jody. Bitte.
was für mich. Tu es für mich. War das nicht auch die Aussage beim Kondensator? Ich hole schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Darf ich ihm einen reinhauen? Die Arme. Mir so leid, dass sie kein eigenes Leben hat, in dem Sinn, dass alles, was sie macht, kontrolliert wird, ihr vorgegeben wird, was sie zu tun hat. Schrecklich. Nein, du solltest nicht die Tasche nehmen. Du solltest die Tasche da wieder hinstellen. Und in die Tasche packen. Das hat dich immer begleitet, das Stofftier, deswegen kommt es auch mit. Badezimmer. Hat sich aber schön verändert, das Zimmer. Einen schönen Wandel hat es durchgemacht. Was sind das für Bilder unten links? Noch mehr kann sie nicht mitnehmen? Einpacken oder zerreißen? Ich bin mal gemein. Es tut mir leid, es war gerade so eine Handlung. Weil ich den Vater nicht würgen durfte. Es tut mir leid. Nee, okay, dann. Wollen wir mal. Stand der Ventilator gerade schräg? Keine Sorge. Du machst das sicher gut. Mann. Du wirst mir ja so sehr Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Nerv nicht. Trennung. Dorkin über das Gesehene berichtet. 84% Clayton bedroht. Das sind deutliche Zahlen. 66% haben die beiden ausspioniert. Das sind deutliche Zahlen. Halleluja. Abendessen. Nach die Botschaft. Vor der Party kommt dann auf jeden Fall noch was. Das Experiment. Da kommen noch ein paar Sachen. Was kommen wir noch beim Abendessen? Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan.
Ryan. Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Wie viel haben wir denn, Mädel? Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut! Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig! Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner. Räum hier auf und mach mich noch hübsch. Auf geht's. Dann wollen wir mal anfangen aufräumen. Da. Aber interessant, eben noch das Arschloch und jetzt der Lover. Von ihr. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Wo ist dein Bücherregal? Da ist dein Bücherregal. Okay, toll. Ich finde nur so eine interessante Wendung. Mach ich auch immer. Nicht mehr. Gab meine so eine Zeit. Ich glaube, die Zeit hat jeder mal, wo er einfach alles und das Regal gekehrt hat. Oh. Die Wäsche lag noch rum. Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Okay, da. So, wir machen uns noch nicht hübsch. Das macht keinen Sinn, das machen wir ganz zum Schluss. Hui. Ach, Aiden. Der Eifersüchtige. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Anscheinend stinkt die, so wie das aussieht. Genau, den Abfall in die Küche. So, was ist jetzt noch zum Aufräumen? Ah. So ein Zufall, dass du von allem genau 2 hast. So, jetzt wollen wir uns das... Oh mein Gott. Mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas... Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Was gibt's noch zur Auswahl? Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Und was haben wir noch? Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Wir machen aber Asia-Pfanne. Ja, Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch.
Solange ich es beim Kochen nicht total verbocke. So, an den Kühlschrank. Ich hoffe, du hast alles dafür da. So ein Zufall. Natürlich hat sie das genau alles da, was sie braucht. Danke, Aiden. Danke, Aiden. Zwiebeln schneiden. Da weint jetzt jemand. Was habe ich gesagt? Es waren Zwiebeln. Wo hast du eine Pfanne? So weit, so gut. Nun zum Wok. Wo hast du den? Wok. Okay. Hä? Was ist denn jetzt los? Was soll ich denn machen? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Wo hat sie zur Hölle den Wok? Oh, halb. Ich muss noch fertig. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Eine halbe Stunde zu früh? Ja, ein bisschen. Keiner da. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Wenn ich den Wok finde? Stellen wir erstmal die Stühle wieder runter. Vor allem das Besteck. Der Stuhl stand auf dem Teller. Hat sie den Wok hier vorne? Kann das sein? Das wollte ich jetzt nicht, aber gut. Ich finde den Wok gerade nicht. Ich finde den Wok gerade nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, aha. Ja, das ist sehr witzig, Aiden. Ich habe noch eine halbe Stunde, um mich fertig zu machen und zu kochen. Wow, das ist sehr romantisch. Nein, da steht kein Wort. Nein, du sollst in die Richtung. Das ist schon richtig gewesen. Ach! Ich Idiot, ich brauche den Hocker, um an die Pfanne oder den Wok zu kommen. I understand. Bin ich blöd, dass ich da nicht drauf kam. Boah. Das ist Zeit, die mir jetzt verloren geht. Ingwer gilt ja als Aphrodisiakum. Bitte was? Echt? Das steht jetzt nicht im Rezept, aber... Nein, wenn es nicht im Rezept steht, nein.
Nein. Komm schon, das brauchst du nicht. Wenn es nicht im Rezept steht, machen wir Pfeffer und Salz. Ansonsten schmeckt das eventuell verkehrt. Zwei Prise. Okay, jetzt habe ich nur eine Prise. Noch ein bisschen Salz. Oh, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay, und den Sake hinzufügen. Boom, Fire Wars everywhere. Macht mir das Kochen Spaß. Ryan, du wirst es lieben.